Hallöchen Leute und willkommen zurück zur F1 2017 Mega Co-op aus China mit dem chinesischen Grand Prix. Und ja, Quali haben wir alle überlebt, Strategie ist festgelegt. Ich hoffe, ihr seid alle bereit, denn dann kann es hier losgehen mit dem Rennen, Leute. Geiler sagt was. Ja, ja, wir sind alle schüchtern, man kennt uns doch. Ich habe noch den Flüsterknopf noch ganz feste gedrückt, also sicher zu gehen. Ja gut, zum ersten Mal Regenrennen. Zumindest mal zur Hälfte. Wird interessant sein. Ist klar. Oh ja. Die Strategie hier natürlich dann, glaube ich, auch so ein bisschen entscheidend. Und es geht schon los. Oi. Dann wünsche ich mal viel Glück, viel Erfolg und bei der Einführung weg. Gleichfalls. Weißt du was, hat man in der Einführung so eine Reifenabnutzung? Weiß ich nicht, bis heute noch nicht, deswegen fahre ich ganz piano. Ja, weil Markus meinte nämlich, ich in der Einführungsrunde zum letzten Grand Prix, dass die Reifen, glaube ich, sich abnutzen. Ja, es kann schon sein, dass sie abnutzen, bin mir da auch nicht so sicher. Weil wenn du da die extremen Burnouts hin siehst, dann machst du ja nur unnötig die Reifen hinten kaputt. Deswegen mache ich keine Burnouts. Wetterbericht? Ja, ich will's nicht wissen, wie es jetzt ist. Oh Mann. Jeff, du bist so ein Wetterbericht? Sorry, Maxi. Oh, weather is good for looking now. Ja, ja, aber wir auch. All clear. Ja, ich weiß es nicht, Junge. Ganz clear ist es da oben nicht. Ja, Jeff, in der Karriere ist er echt geil, was Strategien angeht mit Regen und so. Aber im Multiplayer, uiuiui. Aber die machen ja aber extrem ruhiges Tempo. Gut, Viper und Dave sind schon mal raus. Ich komme dann zu dir ran. Ja, bleib nur weg. Ich will die schon ganz gern zu Ende fahren. Ja, ich auch. Ja, das Problem ist, guten Start erwischen. Ich meine, Dave auf Supersoft startet wahrscheinlich, könnte besser starten, sagen wir es so. Aber wenn ich einen guten Start erwische, ich bin halt außen, das ist ein bisschen das Problem. Und, ich stehe immerhin in. Das ist, mal gucken. Boah, ich bin echt ein bisschen kribbelig, ist mir schon tatsächlich bei dem Grand Prix jetzt, muss ich sagen. Ja, bei mir auch. Bei mir immer am Start. Weil die erste Kurve, die Schnecke, die hat's echt in sich. Aber naja, nur ja, so ist der Ruhm. So, liebe Kinder der Sonne oder des Regens, in dem Fall heute, ich wünsche euch viel Spaß, gute Unterhaltung, viel Erfolg. Liebe Kinder der Eiszapfen. Macht euch auch. Ja, Eiszapfen passt gut heute, mir ist kalt. Alles Gute, GLHF. Da stehen schon ziemlich viele. Ja. Also, viel Glück, Erfolg. Viel Glück, ja. Gute erste Kurve überleben. Ja, lieber zurückziehen, wie verkacken. Sauber, Ray. Ja, ich wäre noch besser weggekommen, aber Ding war im Weg, egal. Wetterbericht. Okay, das bringt nicht viel.
wieder zu früh eingelenkt, das gibt's nicht. Hui. Okay, entering lap 3 now. DRS has been enabled. Jetzt werde ich gegen Dave verlieren, wegen DRS. Okay, 10 Minuten, sagt er jetzt. Das wäre aber relativ früh. Ja, aber Regen ist nicht gleich Regenreifen, ne? Ja, das ist mir schon bewusst, aber... Er sagt ja gerade 10 bis 15. Bei mir wurde gerade schon 10 Minuten Regen angesagt. Tito.
Oh, verdammt. Ja, ich fahre gerade keinen guten Rhythmus, leider. Ja, ich habe nicht die Speed, die ich gerne hätte. Ja, ich habe jetzt auch gerade ein bisschen Balance-Probleme. Ich verliere halt gerade richtig den Anschluss. Die Zeiten sind gut, die ich fahre, ich bin zufrieden, aber war nicht das, was ich... fahren würde. Aber ich glaube, die fahren zum Teil wirklich ein bisschen mehr Flügel, aber sicher bin ich mir auch nicht. Nach dem Rennen wissen wir mehr. Jo. Und wieder Fehler von meiner Seite. Es gibt's halt echt nicht. Jetzt so langsam musst du ein bisschen aufpassen nach den zwei Links. Ja. Weiber hat sich Dave geschnappt, wahrscheinlich weil ich halt Dave geblockt habe. Ja, aktuell von den fünf da vorne bin ich der langsamste. Vom Gefühl her. Und das ist einmal nur diese dumme Kurve hier. Da lasse ich einmal viel zu viel Zeit liegen. Wie viele Runden hast du aktuell noch an Sprit? 2,2. Gut, ich bin bei 2,0. Ja, ich fahre halt immer schön die erste Schnecke mit Marga und die letzte Haarnadel auch. Bei den DS-Zonen mit Fett. Jetzt sagt er 15 Minuten. Bei mir. Ja, da kennt sich damals überhaupt nicht aus. Ja, das ist immer so ein Multiplayer. Ich glaube, ich werde echt das durchziehen und mache halt einen Undercut mit den Super Softs. Wetterbericht. Geh du in Runde 10. Ja, weißt du, eventuell gehst du doch 11, dann geh ich 10. Weißt du, es noch mal ein bisschen länger ziehen, weil bis der Regen dann wirklich kommt, ist noch mal so eine andere Geschichte.
weißt, was ich meine. Nur von mir aus. Da gehe ich 10 rein, das ist dann halt kein Undercut, weil die werden wahrscheinlich auch 10 rein. Starkregen in 15 Minuten. Hab ich gerade auch gehört. Was, Heavy Rain? Hat er bei mir nicht gesagt. Wetterbericht? Wetterbericht? Heavy Rain in around 15 Minuten. Ja, time. Mir sagt das auch gerade. Ja, Heavy Rain gerade auch, ja. Also Scheiß. Heavy Rain ist natürlich semi-geil. Aber da können wir es mal schon mal safe, dass wir auf jeden Fall auf gewisse Regenreifen gehen müssen. War Dave schon in der Box? Ja. Was hat er für Reifen? Ich sehe es nicht. Schade. Das ist halt echt die Frage, was halt passiert. Und den anderen ist keiner reingefahren, das ist halt komisch. Ja, ich riskiere es halt, ich hole mir jetzt halt die Supersofts und dann müssen die halt so lang halten. Boxenstopp. You need to pit in this lap. Die gehen. Einer geht auch rein. Ich glaube Markus. Benny ist auch reingegangen. War aber auch drin. Markus geht auf Mediums. Okay, die gehen doch ein bisschen eine andere Strategie. Also Markus zieht halt mehr oder weniger die andere Strategie durch. Viper auch auf Mediums, also vielleicht haben wir falsch gepokert. Okay, we don't think we're far away. Dave ist gerade vorbeigeschlüpft, das gibt's nicht. I'll keep you updated as the conditions change. Oh, Dave! Wetterbericht? Thank you.
Ich bleib dennoch bei unserer Strategie. Ja, ich auch. Wir müssen es jetzt halt riskieren. Wenn es schief geht, geht's halt schief. Oh, ich hab mega Lecks gerade. Jetzt ist wieder gut. Hab da aber jetzt irgendwie 2 Zehntel oder so verloren. Box to stop. Understood, stopping this lap. Maxi geht auch mit rein. Benny jetzt auch drin. Go, go now. Maxi geht die gleiche Strategie wie wir. Okay. Up to speed now. Let's get some heat into. Ja, jetzt müssen wir eigentlich bangen, dass der Regen relativ schnell kommt. Und so stark kommt, dass Regenreifen sich auch lohnen. Anton hat sich nochmal Soft geholt, wenn ich es richtig sehe. Natürlich auch eine Möglichkeit, aber jetzt haben wir uns schon entschieden. Wetterbericht. Watch the conditions. We think there's rain coming pretty soon. Rain coming pretty soon. Ja, hoffen wir's. Aber wie gesagt, wenn der Regen da ist, heißt nicht gleich, dass auch die Regenreifen Sinn machen. Deswegen, wenn er kommt, dann stark, bitte. The gap to the car ahead is 1.7 seconds. Jetzt ist gleich Halbzeit, also jetzt müsste er ja eigentlich kommen, wenn die 6er-Symbolanzeige da stimmt. Oh ja, Regen kommt. Regen ist da. Ja. Nice. Jetzt muss er nur stark kommen, sonst bringt's auch nichts. So ein Nieselgedösel brauchen wir auch nicht. Es ist aber schon rutschiger. Ja, ja, klar. Wenn es Heavy Rain ist, dann kommt er richtig schnell. Dann sind wir ruckzuck auf Reifen. Wetterbericht? Okay, er kommt mir schon mit Alternativ.
Ich muss jetzt rein auf Indas, sagt er mir. Ich gehe auf die Reihen für Indas, das ist mega rutschig jetzt schon. Das ist mega rutschig. Er ist aktiviert, ja. Also doch Heavy Rain. So die Frage, ob dann richtiger Regen noch kommt und ob man dann auf Wets gehen soll. Das ist jetzt die Frage der Fragen. Aber dem haben wir alles richtig gemacht, Googie. Ja. Jetzt auf Nummer sicher bremsen hier die lange. Oh, es ist rutschig, ja. Da steht richtig das Wasser. Oh. Viper ist richtig langsam. Es ist auch richtig rutschig. Nein, ich drehe mich weg. Es war so rutschig. Ey, es ist todesschmierig. Okay, the stewards have now disabled DRS. DRS is now disabled. Oh. Anton ist auf Heavy Wets gegangen. Glaube ich. Ah ne, wurde falsch angezeigt. Jetzt gucken wir, ob unser Setup auch im Regen funktioniert. Ja. So, jetzt ist an Daves Stunde gekommen. Jetzt kann er seine Erfahrung ausspielen. Ich war nicht allzu viel langsamer beim Boxenstopp. 3,8 Sekunden. Ja. Ja, du musstest jetzt rein. Du hättest sonst viel zu viel verloren. Vielleicht hätte ich doch ein Regenrennen hier mal fahren sollen im Vorfeld. Oder mal eine Regensession. Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie ich hier im Regen zu fahren habe. Jeff sagt gerade leichter Regen für 20 Minuten. Jetzt heißt es Fingerspitzengefühl. Und schon verbremse ich mich. Nice. Bremspunkt Ende Sektor 2, also vor der zweiten Schnecke, ruhig richtig früh setzen, sonst rutscht er da echt blöd weg. Also bei mir sagt er jetzt eine Menge Regen in den nächsten Minuten. Viper ist auf den Heavy Wets. Oh, dann habe ich bei ihm die Heavy Wets gesehen. Irgendwo habe ich Heavy Wets gesehen. Kann sein, dass es bei Ferrari war. Oh, Viper, nicht gut. Du setzt dich innen rein und hast aber die nicht optimalen Reifen für die Session hier. Nicht aus der Ruhe bringen lassen. Viper geht aber noch mal rein, er holt die Inters. Problem ist, jetzt habe ich Dave hinter mir. Von dem wissen wir, dass er schneller ist im Regen. Seconds.
Wie viel Sprit hast du noch? 1,2. Ja, toll, Dave zieht vorbei bei mir. Wieso kann der so viel schneller, ey? Das gibt's doch nicht in den Kurven. Ja, da hat man keine Chance, das muss man einfach respektive erkennen, da hat Dave zu viel F1-Erfahrung im Regen. Das Problem ist halt einfach, das ist nicht vorhandene Force-Feedback, man weiß halt einfach nicht, was geht und was nicht geht. Aber was ich jetzt versuchen kann, ist einfach mal sehr in der Linie zu kopieren und vielleicht mit ihm gemeinsam da nach vorne zu kommen. Die Frage ist nur halt, ob mir das gelingt. Ferrari hat sich schlimm verpokert. Die meiste Zeit macht Dave echt beim Rausbeschleunigen gut. Der geht so krass ans Gas. Wenn ich das mache, dann habe ich sowas von Wheelspin. Das ist echt krass. Ja, der hat ziemlich viel Gefühl, so wie es aussieht. Ja, ich weiß nicht. Kommt mir gerade schon ein bisschen komisch vor. Aber wie gesagt, es macht die Erfahrung aus. Gut, Marvin hat nicht das Auto gegen die Wand gefahren. Der fährt hier ans Geist rum. Entweder hat Dave doch mehr Flügel, als ich gedacht habe, dass er so krass aufs Gas gehen kann. Weil ich kann nicht, ich gehe so mit so viel Gefühl ans Gaspedal und er zieht nur, das ist echt so. Nicht auf der Bremse, nicht in den Kurven, einfach auf dem Gaspedal. Was der da wegzieht, Wahnsinn. Respekt. Ja, da habe ich keine Chance. Mein aktueller Konkurrent ist mehr oder weniger Bottas. Aber im Regen können wir zwei dieselbe Pace gehen. Ja, normalerweise bin ich im Regen nicht schlecht, aber das Problem ist, ich fahre so selten mittlerweile im Regen. In einer sauber Karriere bin ich echt extrem oft mit Regen gefahren in der Karriere, aber mittlerweile fahre ich gar nicht mehr im Regen und mir fehlt da echt die Erfahrung. Er sagt, ich soll nochmal reinkommen und jetzt habe ich mich ablenken lassen, habe den scheiß Dingtext gelesen, bin voll abgeflogen. Ach Mann! Konzentration jetzt aber. Genau diese Leichtsinnsfehler, ey, die passieren mir so oft in den Rennen. Und das ist genau das, was mich unterscheidet von der Spitze einfach. Wetterbericht? Das ist ärgerlich. Der Regen soll nachlassen. Okay. Das war jetzt nämlich der starke Regen. Ja, wir fahren trotzdem durch. Es wird nicht mehr trocken werden. Okay, gap ahead is 24.0 seconds. Oh, was ist jetzt drin? Bei mir ist irgendwie gerade die Konzentration weg.
Sorry an den Zuschauern, dass ich aktuell so leise bin. Ich brauche einfach die Konzentration. Regen fahren ist doch ein bisschen schwieriger wie auf Trocken. Ja, wie gesagt, man muss halt viel mit der Optik machen, weil das Force Feedback am Lenkrad halt ja quasi nicht vorhanden ist. Das ist, wenn es einsetzt, ist es eigentlich schon zu spät. Das ist so ein bisschen das Problem. Das heißt, man muss extrem auf Sicht fahren. Was macht das Fahrzeug? Wann rutscht es? Wann muss man Gas dazu? Wann wegnehmen? Und so weiter und so fort. Extrem viel Gefühl in der Lenkung, auf der Bremse. Am Gaspedal, es ist... Hier würde ich sogar sagen, wenn man im Regen fährt, kann man sogar ein bisschen arbeiten, ne? Am Lenkrad. Ja, ich komme einfach nicht rein in diese Bedingung, leider. Wie gesagt, normalerweise kann ich mich mit dem Regen ganz gut arrangieren, aber heute irgendwie nicht. Viele Leichtsinnsfehler drin. Naja, aber bei uns läuft es wenigstens, wenn man bedenkt, hier Viper, zweimal Fehlgriff von den Reifen her, ein zusätzlicher Stop. Ja, strategisch haben wir nichts falsch gemacht, es hat einfach an der Speed gefehlt, an der Pace. Und ich denke, mit 4 und 5 kann man ganz zufrieden sein. Vor allem, wir müssen das Rennen aus einer anderen Sicht auch positiv sehen, denn letztes Jahr und vorletztes Jahr haben wir eigentlich immer relativ gut gelegen, was die Strategie dann geht. Dieses Jahr ist es uns eigentlich noch nie aufgegangen. Und jetzt finden wir wieder unsere Pace da. Also wir kommen wieder auf alten Wegen zurück und wenn die Strategie passt, dann passt halt auch die Ergebnisse. Da ist in der 2015er Saison, wo wir echt die geilsten Strategien haben, auch echt viel solcher Rennen hatten, wo Regen und so weiter, wo man viel ausprobieren musste, wo man wirklich überlegen musste, wie sieht's aus und so weiter. Also quasi nicht im Vorfeld schon wissen konnte, dadurch, dass man eine Karriere schon in der 5. Saison fährt, okay, ich muss Strategie F abspulen, sondern wirklich auf die Situation bezogen agieren. Und das hatten wir halt gar nicht und auch in der letzten Saison hatten wir es kaum. In der 2015er hatten wir das extrem oft. Und deswegen kam das uns jetzt halt quasi wieder so wie in den alten Tagen ein bisschen entgegen. Ja, Dave kommt tatsächlich vorne dran. Ich konnte halt seine Speed nicht mitgehen. Also ja, da werde ich mit großem Interesse mal seine Sicht verfolgen, wie er im Regen gefahren ist. Oh ja, nicht nur du. Aber ich finde es trotzdem interessant. Also so wie das aussah, ist er halt extrem früh ans Gas gegangen. Aber ich habe es mal probiert. Wenn ich das mache, ich drehe sofort weg. Ich habe es auch probiert, mal mit Mager rausbeschleunigen und dann direkt auf Standard Fett zu gehen. Ging auch nicht. Also ich glaube, da muss einfach ein perfektes Timing her. Da fehlt mir die Erfahrung. Das ist das Problem. Und die Regenerfahrung mit dem Sauber, in der Sauberkarriere, ja, ich meine, das war halt ein Sauber, ne? Das ist halt was anderes. Jetzt bin ich im Ferrari, das ist schon besser. Aber da hatte ich jetzt kaum Regen. Gut, Monaco war ein Regenrennen, aber Monaco ist jetzt auch ein bisschen eine andere Location, ein bisschen anderes Fahren. Ja, ich hatte auch bis jetzt nur ein richtiges Regenrennen, wo ich sagen kann, gut, das war gut. Das war eben auch bei mir Monaco und da habe ich halt im Toro Rosso gewonnen. Und bis jetzt im Red Bull wird, da kann ich jetzt schon eher dann Schlüsse auf die, auf das Megacorp-Fahrzeug ziehen. Aber das ging halt auch mit Toro Rosso nicht in der Karriere. Es klärt wieder auf, Leute. Was meinst du? Es klärt auf. Klärt auf. Klärt auf, ja. Hoppala. Wir klären nichts. Gut. Ich bin österreichisch, ich darf ein schlechtes Deutsch haben. Das stimmt. Oh, was macht Rosso? Alter, wenn das jetzt eine trockene Bedingung gewesen wäre, hätte ich meinen Flügel wegrasiert. Hält einfach mitten in der Kurve an. Damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Wetterbericht? Wir sind aber viel zu schnell da vorne. This light rain is gonna be for a while. Naja, das wird bis zum Schluss so durchnieseln.
Ich werde mit dir am Ende des Rennens, habe ich die Speed im Regen gefunden. Aber dann ist es wieder zu spät. Die letzte Kurve, da habe ich gerade echt ein bisschen Probleme hier, das ganze Rennen schon. Wer ist eigentlich hinter dir, Viper? Ja, aber mit riesen Abstand. Ja, ich sehe es auf der Map. Nee, Regen. Hätte ich üben sollen, tatsächlich. Aber China ist eigentlich bekannt dafür, dass gern mal regnet, aber naja, was soll's. Aber wie du dir noch vorher gesagt hast. Ja. Bei unserer Vorgespräche. Ja, ich hab halt. Ach Mann, ey. Wäre der Regen, wie gesagt, erst am Ende gekommen, wäre es nicht so wild gewesen. Ach, was soll's. It is wie's it. Jetzt aber mal neugiershalber, ist Dave zweimal Supersoft gefahren oder? Nee, der ist ja auf Supersoft gestartet und ist dann auf Mediums. Ich hab den hier überholt auf der Strecke. Weil der ja deutlich langsamer war mit seinen Mediums. Ich denke, wir haben die beste Strategie gefahren, nur wir konnten sie halt nicht umsetzen. Ja, nicht umsetzen, relativ. Ja, halt umsetzen für einen Sieg. So meine ich's. Ja, das ist wieder was anderes. Sowohl aber ich konnte an sich. Als auch in Regenbedingungen halt Zeit verloren. So, und Dave ist dran am zweiten. Ich weiß leider nicht, wer zweiter ist. Aber vielleicht kegeln sie sich ja noch raus. Nicht, dass jemand wünschen würde, aber. Das wäre jetzt so ein interner Wunsch. So ein Podium wäre schon noch geil. Ja, dann. Habe ich von Anfang an nicht geglaubt. Ja, ich auch nicht. Aber ich komme die ganze Saison in der Regel sowieso nur in Frage, wenn vorne was passiert. Ja, und da passiert halt einfach zu wenig. Sind zu gentleman-like. Viper ist 27 Sekunden hinter mir. Ja, da brennt nichts mehr an. Deswegen aber konzentriert bleiben bei den Überrunden, aufpassen. Die sind ich habe keinen mehr zum Überrunden, das glaube ich fast nicht. Ah, sag niemals nie. Ich habe aktuell weit und breit keine KI vor mir. Die ganze Schneckenkurve durch, niemanden vor mir. Schade. Aber Dave beißt sich auch die Zähne aus. Er ist zwar schneller, aber kommt auch vorne nicht vorbei. So wie es ausschaut. So, jetzt habe ich da Hamilton vor mir. Aber auf den Geraden, das sollte das ja weniger Probleme machen mit dem Überrunden, hoffe ich doch. Eigentlich trifft durch die letzte, durch die zweite Schnecke. Na komm, ich lass nichts anbrennen. Mir jetzt zu riskant. Ja, ich lasse auch nichts mehr ranbrennen, aber schon Speed rausgenommen. Ja, ich. Als ich gemerkt habe, dass ich die Speed von Ding nicht mitgehen kann, bin ich gleich weg. Und Markus gewinnt, ne? Dave ist vorbei an Anton. Anton nur Dritter. Markus gewinnt tatsächlich. Und da muss man natürlich fairerweise die Diskussion stellen, ob die Bob da nicht falsch platziert wurde. Aber das werde ich dann intern ansprechen. Weil sonst kommt das wahrscheinlich im Video falsch rüber. Weil man muss auch sagen, Anton heute nicht in Topform. Ja. Gesundheitlich gesehen.
Bottas jetzt Sechster. Also da hat sich der Viper nochmal an Bottas, glaube ich, was abgefahren. Ja, mehr ist recht. Mehr Punkte für uns. Wir müssen nämlich auch Ferrari aufholen. Ja. Was natürlich jetzt, wenn natürlich Markus jetzt natürlich den Sieg holt, dann macht halt Williams extrem viele Punkte. Da aber wir halt können ärgerlich mithalten mit 4 mit und 5. Je nachdem, was Duke hier holt. Okay, Strecke wird trockener. Ja, aber nicht nach. Ja gut, über Slicks denke ich sowieso nicht mehr nach in diesem Rennen. Nee. Ja. Die Bedingungen liegen mir jetzt auch eher. Diese leicht feuchte Kacke, das ist eher so meins. Weil da ist ein bisschen Force Feedback da. Und da weiß ich, was ich zu tun habe. Ich hoffe halt echt, dass im nächsten Formel 1 da ein bisschen was gemacht wird beim Force Feedback beim Regen, weil das ist echt eher. Weiß ich nicht. Das ist wie auf rohen Eiern. Das ist halt, ja, wie wenn du es fürs Feedback ausschalten würdest und aber nicht weißt, wie viel Grip das Ding jetzt tatsächlich hat. Und das ist beim Anbremsen scheiße, das ist beim Beschleunigen scheiße, das ist in der Kurve scheiße. Ich bin generell einer, der schon mit wenig Force Feedback unterwegs ist, weil ich mit viel Force Feedback nicht richtig fahren kann. Ja, in Formel 1 habe ich im Verhältnis zu Assetto Corsa oder Race Room auch richtig wenig. Aber halt trotzdem, dass du einen guten Gegendruck hast halt, ne? Und wenn du dann nochmal weniger Force Feedback hast, dann kannst du dir vorstellen, das ist eigentlich gar nichts. Also für die Zuschauer zu Hause, das ist ja wie wenn du auf einer Eisfläche stehst und einlenkst. So fühlt sich das bei starkem Regen an und da ist halt natürlich dann eine Pace finden relativ schwierig. Und ja, da ist eben, wie Ray bereits angesprochen hat, die Erfahrung von Dave sehr, sehr wichtig und sehr, sehr von Vorteil. Und das fehlt uns einfach und deswegen fehlt uns auch die Pace im Rennen. Man hat gesehen, am Anfang der Saison, als das Spiel noch frisch war, konnte ich auch die Speed halbwegs mitgehen im Rennen. Zwar nicht ganz so stark, aber da war halt der Vorteil der vielen Saisonen von Dave beispielsweise noch nicht so gravierend, weil er noch nicht ganz so viel gezockt hat. Mittlerweile macht sich das halt immer mehr bezahlbar, was er da macht. Aber gut. Ist auch gerechtfertigt, würde ich mal sagen. Ja, und mein Problem halt Anfang der Saison war, dass ich halt nicht mit der Physik und mit den 17er Autos generell also klar kam, mit diesem vielen Aerodynamik. Da habe ich mich jetzt ein bisschen dran verbessert, bin auch weiterhin noch dran. Ich sehe immer noch meine Fehlerchen oder was ich da besser machen kann, um einfach in F1 2017 diese Fahrphysik, diese ganze Geschichte besser ausnutzen zu können. Man sieht es eigentlich auch schön an Viper. Viper war am Anfang ein Kandidat, der eigentlich mit Anton und Dave mithalten konnte. Aber mehr oder weniger so vom Gefühl her gleich geblieben ist. Vielleicht ist er ein Tickchen besser geworden, aber nur minimal. Und da sieht man, dass halt der Sprung, den ich gemacht habe, halt doch schon deutlich größer ist. Und auch halt im Verhältnis zu Dave und Anton, der Sprung, der da passiert ist. Weil wie gesagt, Viper war da am Anfang vorne klar mit dabei, da muss man ganz klar sagen. Mittlerweile fährt er auf mein Niveau rum, mehr oder weniger. Teilweise. Also wenn man schaut, ich konnte in dem Rennen jetzt wieder weniger, aber ich konnte letztes Rennen schön mit ihm mithalten, problemlos. Ich konnte beim Saisonauftakt, war ich schneller wie er. Ja. Viper hat Einbrüche in dem Bereich. Da gibt's Leute, die mehr aufholen. Viper wieder vorbei an Bottas, ist jetzt auf der 6 mit 43 Sekunden Rückstand. Also gehst du nochmal in die Box. Wie bitte? Also gehst du jetzt nochmal in die Box. Spinnst du? Am besten da, weißt du, aus Gag so, ich führe dich vor, ich gehe nochmal in die Box und dann fährst du eine Zeitstrafe rein oder so. Nee, so scheiße macht man nicht. Oh, Reifen hat es jetzt aber auch gut gekostet bei mir, sind jetzt auch über 50%, wobei Inters kannst du ruhig bis 60-70% ziehen, das ist nicht so schlimm. Ja, ich habe auch vorne 58, aber das stört mich nicht.
Ja, ich weiß nicht, vielleicht hätte man wirklich vom Gefühl her ein bisschen mehr Frontflügel fahren können vorne. Eben für den Regen. Vielleicht hätte man das machen müssen, im Boxenstopp. Aber ja, im Großen und Ganzen an unsere Zuschauer. Vor dem Rennen haben wir gesagt, wenn wir 4 und 5 reinfahren, sind wir zufrieden. Das ist eigentlich so der Stand, wo wir uns heute gesehen haben. Da sind wir jetzt reingefahren. Maximum, muss man dazu sagen. Also nur durch irgendwie ein Missgeschick da vorne hätten wir vielleicht einen Podestplatz reinfahren können. So ist es okay, 4, 5. Alles Weitere ist halt einfach der Aufbau, den wir machen müssen, der auch da ist. Wie gesagt, ich werde es mit großem Interesse verfolgen, was Dave und so weiter, wie der das im Regen angestellt hat. Auch Markus werde ich mal anschauen, wie er das gemacht hat. Gratulation auch an dieser Stelle, auch wenn er es jetzt nicht hört, zum Premierensieg in der Megacorp. Ja, und dann wird der Weg weiter nach vorne halt gehen, das ist klar. Und der ist auch da, der ist erkenntlich, aber ihr müsst halt Geduld mit uns haben. Gut Ding braucht Langeweile. Ja, ich denke, wir greifen 2018 oder mit F1 2018. Wollte ich gerade sagen. Beziehungsweise, wir wollen schon gegen Ende 2017 klar angreifen, aber halt, ich denke mal, in der 2018er Saison, wenn die Engine und die Physik sich nicht komplett ändert, greifen wir auf jeden Fall voll an. Das ist so der Plan. Es ist jetzt halt ein bisschen eine Seuchensaison. Aber wie gesagt, wir lassen uns da nicht entmutigen. Wir versuchen da einfach jetzt die Kurve zu kriegen zur zweiten Saisonhälfte. Wobei für ich uns ja für ist ein Aufwärtstrend zu erkennen. Und von dem her passt das auch. Für mich persönlich ist es ja sogar ein starker Aufschwung gegenüber letztes Jahr. Also letztes Jahr, die Saison war katastrophal für mich. Dementsprechend jetzt für mich hier die Saison schon mal ein guter Einstieg. Aber ich glaube, die Fahrzeuge liegen mir definitiv. Ich komme gut mit den Fahrzeugen klar, mit dem größeren Aero-Paket, alles drum und dran. Und ich glaube, 2018 können wir... Wie viele Punkte haben wir? Wir haben 12 und 10, ne? Ja, sind 22 und ist halt krass, ein Sieg 8 und halt 6. Macht halt 25, ist halt schon krass, ey. Ja, auf Williams verlieren wir halt jetzt. Massiv. Und, ja. Naja, ist halt so. Ja, ich glaube, du kannst ziehen. Jo. Siegerehrung. Wenn die Maus gehen würde, würde ich ziehen. Hallo, Maus. Glückwunsch ans Podest. GG, Leute. Glückwunsch, Markus. Sehr gut. User in your channel is recording. Sandwich mit den beiden Flamingos. User in your channel is recording. User in your channel is recording. Ja. Oh, was ein Rennen. Ja, ja, was ein Rennen, ey. Jetzt tut mein Rücken wieder weh. Gratuliere auch von mir, Markus. Ich konnte es dir gerade nicht sagen, weil ich kein Whisper-Dingens hab. Ja, danke dir. Ja, Gratulation zum Premierensieg in der Megacorp. Boah, danke, danke. Apropos, ja. Leider sind wir eine ziemlich arme Megacorp. Unsere Reichweite ist noch nicht so ganz so gut wie bei Pizmi, deswegen gibt es bei uns halt leider kein Champagner. Sondern musst also du ich habe hier gerade schon eine Flasche geköpft für mein Team. Musst du dich, ja gut, Duki, du bist ein Premium-Spieler, aber. Also ich habe hier eine Flasche Mineralwasser. Ja, Duki genau, hat wollte gerade sagen, mit Mineralwasser musst du dich jetzt abbringen. Darfst du gerne jetzt ein bisschen über deine Peripherie rumsprühen? Duki hat einen Eimer voll gepinkelt, den können wir gleich nutzen. Oh ja, den habe ich ja auch immer stehen. Hashtag Fäkalienquote. Für den Geruch. Ich finde es übrigens toll, dass wir für das heutige Rennen eine 50-Punkte-Bonus für die schnellste Rennrunde eingeführt haben, die ich jetzt gerade abgegriffen habe. Nein, Spaß. Ich dachte, so. Für die drittschnellste. Na, egal. Also. Für die Zeit, die am nächsten an der 1.38.5 dran ist, ne? Dafür doch, glaube ich. Ja, da bist du gut dabei, Lupi. Ich glaube auch. Könnte ein guter, ja. Ja. Aber Wehrlein hat sich beschwert und der kriegt dann nochmal 1,4 Zehntel nochmal abgezogen, deswegen da ist er näher dran. Tut mir leid. Es ist halt so, wenn Wehrlein dabei ist. Krass, ja, aber der Bot ist auf 8. Aber Duki, dein Rückstand ist geil mit 1,44,44. Ja, okay. Hat er gekriegt. Okay. Ja. War Absicht. Ja, ich habe extra kurz nach der letzten Runde, nach der letzten Kurve, ist mir nochmal der Sprit ausgegangen. Deswegen, ich wollte einfach nur den
Okay. Zeit erreichen, ja. Geiler Schachzug. So. Ja, ich würde sagen, Leon, bitte. Ja, also, starkes Rennen. Also ich fand es aus meiner Seite, von meiner Seite aus, interessant, teilweise spannend, teilweise ein Ticken langweilig. So im, ja. Das darfst du doch nicht sagen, Leon. Ja, sonst doch, darf ich. Geht's wieder in den Kommentaren ab. Sollen sie doch, dann ist zumindest mal bei mir was los. Immer die beiden Pinken auf dem Treppchen, heißt es jetzt. Das ist zumindest mal bei USA. Mir was los. Jetzt hat ja. Markus ein schönes Flamingo-Sandwich auf jeden Fall hingekriegt. Entschuldigung. Stimmt, ja. Ja, das so. Ist halt das Neue, das ist das Neue Force India. Die haben ja jetzt auch mehr Weiß drin im Fahrzeug, weißt du? Hat er mit reingemogelt. Ja, von meiner Seite aus war teilweise nicht so spannend. Also halt, wenn es in Richtung Wechsel, beziehungsweise Reifenwechsel ging von, ja, auf die Intermediates. Ich hab drei Leute gesehen gehabt, die auf die Wets gegangen sind. Ja, dann macht der Richtige schon. ja, an sich, aber ein sehr förmiges und sehr stimmiges Rennen. Ich gebe aber erstmal ab zum Rennsieger, zum Debüt. Markus, wie war das Rennen? Ja, was soll man sagen, ne? Also ich bin natürlich leicht überwältigt, dass das heute drin war, der Sieg. Gerade am Start schon. Ich bin wahrlich nicht der beste Starter, heute mal einen guten hingekriegt. Konnte dann Anton gleich überholen. Und dann hat man schon gemerkt, Anton war eigentlich schneller als ich, aber er kam halt irgendwie nicht vorbei. Und das hat sich dann halt über die Boxenstopp so hin durchgezogen. Ich habe dann halt einen leichten Undercut gemacht, also ich war eine Runde früher drin als er. Und bin dann auf die Mediums gegangen, die sich mal richtig gelohnt haben für den zweiten Stint, wo es ja dann irgendwie in Runde 14 schlagartig angefangen hat zu regnen. Mhm. Und innerhalb, also in der gleichen Runde, wo es angefangen hat zu tröpfeln, musste man schon die Reifen wechseln. Sowas habe ich echt noch nicht erlebt in dem Spiel. Und von da an habe ich einfach gehofft, es reicht bis zum Schluss irgendwie Anton wieder hinter mir zu halten. Ich habe dann gesehen, Dave kam dann durchs Feld gepäst, erst an Ray vorbei, dann im Verkehr von den Überrundeten an Anton vorbei. Und am Ende hat der Vorsprung dann glücklicherweise gereicht. Ich bin mega happy und gebe das Wort ab. Ja, Glückwunsch nochmal an der Stelle. Jo, GG, ebenfalls. Danke, danke. Ja, ich gebe das Wort jetzt nochmal kurz an Dave ab. Schon alleine durch, er hatte halt, ich sag's mal, nicht so das glückliche Rennen, zumindest in der Mitte, aber erzähl mal aus deiner Sicht. Ja, also erstmal von mir an zwei Personen Dingen Respekt, die halt mit auf dem Podium stehen. Markus, danke, danke. Glückwunsch zum Glückwunsch, Glückwunsch zum Sieg und nee, Anton, dass er in seiner Verfassung hier das Rennen trotzdem noch auf dem Treppchen beendet hat und auch da danke, dass er mich da irgendwann vorbeigelassen hat. Damit ich nochmal einen Markus jagen kann. Ja, stimmt, das muss man nochmal untermalen, auch von meiner Seite aus. Also Anton, echt dicken Respekt in deiner körperlichen Verfassung. Deiner so mentalen, körperlichen Verfassung. Ja, nach der Geschlechts-OP, dass er so schnell wieder auf die Beine kommt, hätte niemand erwartet. Nicht, dass das hier falsch von mir rüberkam. auf die drei Beine. Also man, Anton in so einer Verfassung noch so eine Pace zu haben, massiven Respekt. Ja. Ja. Aber ganz ich kurz noch, also ich habe mich im Rennen ein bisschen geärgert, weil an mehreren Stellen, also man kann es natürlich nicht absehen, aber sowohl am Anfang habe ich mich, mittendrin habe ich mich geärgert, verdammt, warum bin ich nicht auf den Mediums gestartet und warum bin ich nicht auf die Supersofts gewechselt, war der zweite Gedanke dann natürlich. Und beim Start, das war super eng, es war ein mega Kuddelmuddel und da wollte natürlich niemand irgendwie kollidieren. Das wäre aber auch schon so rennentscheidend gewesen, wenn man da irgendwie an Ray vorbeigekommen wäre oder so. Und dann hätte man da eine ganze Hätte-wäre-wenn-Kette schmieden können, dass es zum Sieg gereicht hätte. Ich glaube, ich habe das eine Szenario von den 5 Szenarien genommen, womit ich halt nicht hätte gewinnen können heute. Ansonsten wäre es ein interessantes Finale gewesen mit Markus, wenn ich da irgendwas anders gemacht hätte, aber er selbst hat ja auch zum Beispiel die Mediums aufgezogen. Dasselbe gilt halt für Markus, wenn er die Supersofts aufgezogen hätte im zweiten Stint, dann wäre der halt 5-6 Sekunden weiter weg gewesen, als es auf die Intermediates gegangen ist. Insofern, man kann es nie voraussehen. Ja, im Rahmen der Möglichkeiten, denke ich, also am Anfang, es hat mich ein bisschen aufgeregt, hinter Ray und da kam auch noch Viper vorbei, als ich einmal einen Angriffsversuch gestartet habe, der dann misslungen ist, aber ja. Ja, da werde ich auch gleich noch was dazu sagen, aber erstmal tatsächlich wollte ich zu dir.
Ach so, nicht so Anton. Okay. Ich glaube, Anton ist gerade mal ein bisschen froh, dass er sich nicht so viel machen muss. Aber zu dir muss ich gleich auch nochmal. Ray, erzähl mal. Ja, also Start wieder, zumindest die vor mir waren, war gefühlt ich wieder der Schnellste vom Fleck weg. Das Problem war nur, dass halt Anton jetzt überspitzt gesagt stehen geblieben ist, mir den Weg komplett zugemacht hat und dadurch kam halt Dave natürlich neben mich. Was natürlich immer scheiße ist in China, weil die Linksphase doch deutlich länger und schneller zu fahren, die Rechtsphase deutlich schneller zu fahren ist. Deswegen, ja, ging nochmal gut aus, dass ich doch vor Dave geblieben wäre, bin, wie auch immer. Also deswegen, weil Dave gesagt hatte, was wäre, wenn. Also, ja, wenn es ein bisschen anders läuft, dann kommst du gar nicht in die Situation, überhaupt mit mir zu fighten in der ersten Kurvenkombi. Ja, ansonsten das Rennen, muss man sagen, ich bin super zufrieden mit dem Ergebnis. Vierter, fünfter war das, was eigentlich wir uns ausgerechnet haben, weil wir einfach im Training und im Quali gemerkt haben, dass doch gerade die drei Herrschaften, die auch vorne auf dem Treppchen stehen, einfach die heute die schnellsten waren. Von dem her hochverdient da vorne, da will ich auch gar nichts angreifen oder schlecht reden. Das ist hochverdient. Problem war auch im Regen. Ich hatte, ja, war einfach das Problem, ich kam halt einfach überhaupt nicht rein. Normalerweise liegt mir so das Interwetter, aber hier irgendwie nicht. Und ja, auch sonst im Rennen, gerade die letzte Kurve, öfters zu früh angefahren, bin dann auch oft auf den grünen Teppich rausgerutscht, das hat Dave mehrfach, glaube ich, gesehen. Ja. Das kostet halt extrem viel Speed halt, weil du da überhaupt keinen Vortrieb hast. Ich habe da ein bisschen Probleme gehabt. Ich habe das eigentlich im Vorfeld ein bisschen geübt. Das Problem war, das Setup war halt ein bisschen darauf ausgelegt, dass es halt ein bisschen untersteuert in der Kurve und das war halt auch das Problem, dass da rauskommt. Ich habe es halt nicht so ganz hingekriegt. Im Regen dann, im Vergleich zu Dave, war eigentlich klar, dass Dave der Schnellste im Regen sein wird, einfach aufgrund dieser riesen Erfahrung durch seine Let's Play-Karriere, weil Regenfahren in F1 2017 ist halt ein Erfahrungswert, weil das Force Feedback doch relativ gering ist und als dass man sich auf das verlassen kann. Das ist mehr Sehen, Tun, Erfahrung. Deswegen war es mir klar, dass Dave da irgendwann auf jeden Fall vorbeigeht. Ich denke, ich habe ihn aufgehalten, nicht lange. Was ich sehr erstaunlich finde, und das muss ich auch nochmal hochachtungsvoll sagen, ich habe es auch schon bei meiner Sicht gesagt, fand ich, wie Dave vor allem beim Rausbeschleunigen gefühlt Vollgas geben konnte, während ich nur Halbgas geben konnte, weil sonst hätte ich mich weggedreht. Also echt Respekt, wie du das Fahrzeug da irgendwie nicht zum Durchdrehen bringst und trotzdem beschleunigen kannst, weil da hast du die meiste Zeit gut gemacht mir gegenüber. Am Anfang, wo der Regen angefangen hat, war ich ein bisschen allzu früh auf der Bremse. Später habe ich das dann reguliert, aber wie gesagt, das früh Rausbeschleunigen, krass. Habe ich es so nicht hingekriegt. Ansonsten, um nochmal was Positives zu sagen, Gugi und ich haben, glaube ich, so von den Soft-Startern, glaube ich, die beste Strategie gehabt, mit auf Supersoft gehen. Das war unsere Idee, die hat vollends funktioniert. Hätte ich vielleicht sogar, wie ursprünglich geplant, in Runde 9 meinen Undercut gemacht, den ich dann doch nicht gemacht habe. Wäre sogar noch ein Tickchen besser gewesen. Als Dijstrom 16 Sekunden hinter dem Führenden hätte sich sowieso nichts Ecke dran geändert und deswegen halte ich jetzt das Maul mit meinem Monolog. So. So, nochmal kurz und knapp, Anton, wie war dein Rennen? Wie war's für dich? Also Ray hat es schon ganz gut gesagt, ich bin am Start mehr oder weniger stehen geblieben. Markus war sofort vorbei und keine Ahnung, dann habe ich gefühlt 15 Runden einfach hinter Markus gehangen. Ich kam zwar immer mal wieder ran, aber habe dann immer in der langen Rechts vor der langen Geraden einfach so viel auf ihn verloren, dass ich keinen Angriff starten konnte. Und das hat sich so durch das ganze Rennen gezogen. Dann sind wir auf die Inters gegangen und Dave war sowieso deutlich schneller, hat dann einen Angriff gestartet. Und ich habe mir auch gedacht, ich brauche jetzt auch nicht groß irgendwie gegenzuhalten, weil man sieht's, der hat jetzt in 3-4 Runden 5 Sekunden auf mich gut gemacht. Der wäre sowieso vorbeigekommen und ich hatte einen genügenden Abstand auf Ray. Und somit bin ich mit Platz 3 sehr zufrieden und ich denke auch, dass die zwei, die vor mir sind, haben es durchaus verdient, vor mir zu sein, weil sie konstanter und schneller waren. Punkt. Aber mit P3 kann ich sehr gut leben. Ja, schöne Worte am Ende. Möchte sonst noch irgendjemand was sagen, beziehungsweise irgendwas anmerken? Ich möchte nochmal, ja, es tut mir leid, dass ich nochmal was sage. Und zwar, ich weiß, es ist ein bisschen ein schüchterer Person, er sagt eigentlich eher selten was. Aber ich würde ihn trotzdem ganz gerne mal auffordern, vielleicht doch was zu seinem Rennen zu sagen. Und zwar Valtteri, von 20 auf 8 vor, ist ein respektables Ergebnis. Wie hast du das gemacht?
Wenn ja, also es war ziemlich schwer, gegen die anderen Gegner mitzuhalten, aber ich glaube, im Regen konnte ich doch meine Qualitäten ausspielen und sehr schön, wie akkurat du meinen Namen aussprichst und ich freue mich, dass ich auch hier in der Megacode endlich mal dabei sein darf. Ich möchte aber jetzt nochmal das Wort an Duki auch noch abgeben. Ja, danke schön, Walter, echt nett von dir. Diese Überleitung. er hat Walteri gesagt, nicht Valerie, ne? Das sollte keine Frau sein. Ach so, ja, also ich habe mir letztens den Hoden operieren lassen und Hashtag Fäkalquote. Ja, Hashtag Frauenquote. Nee, Duki, ja, Duki und ich haben uns dran gehalten. Wir haben immer gesagt, scheiße. Nee, haben wir nicht. Egal. Ja, aber auch nochmal ganz, ganz kurz von mir, sorry, dass auch ich nochmal was sagen muss, aber Ray, die Zweikämpfe haben sehr viel Spaß gemacht. Auch wenn es mich aufgeregt hat. Ich habe es mir gedacht, dass es dich aufregt, aber das ist halt so der Faktor, wo man halt sagen muss, also ich wusste, dass ich langsam bin. Also wirklich, ich bin so jemand, der, glaube ich, ganz gut einschätzen kann, wann er nicht schneller kann. Aber ich habe mir halt trotzdem gedacht, ja gut, Zweikampf fahren kann ich ja trotzdem. Ich fand es nur immer ein bisschen schade, dass du deine Angriffe immer in Kurve 1 probiert hast, weil dafür haben wir einfach beide viel zu viel Zeit verloren jedes Mal. Ja, aber du hast halt deine Fehler immer in der letzten Kurve gemacht. Da musst du woanders Fehler machen. Damit wobei ich tatsächlich bei dieser zweiten Schnecke, ich nenne sie immer zweite Schnecke, keine Ahnung, wie man sie wirklich nennt, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, vor der ganz langen Gerade, da habe ich auch extrem Probleme gehabt, gut Schwung mitzunehmen. Da hatte ich auch so das Gefühl, dass Dave, Viper, wobei Viper, glaube ich, später nicht mehr, aber am Anfang auf jeden Fall auch alles schneller, dass ihr da alles schneller rauskommt. Und deswegen habe ich eigentlich immer damit gerechnet, dass da jetzt dann der Angriff kommt, aber kam nicht und dann. Die Kurve hat Benny mal sehr gut genommen. Der ist dann nämlich komplett quer raus. Ich dachte nur, Alter, wie macht er das? Jetzt schmeißt er weg. Nee, vollkommen. Der hat einfach das Rotationsmoment mitgenommen, wenn ich da so halb untersteuern, versucht da irgendwie aus der Kurve rauszukommen. Schönes Ding auf jeden Fall. Ja, und schade um Team Renault natürlich, ne? Ja, schade. Das wollte ich auch nochmal sagen. Ja. Nochmal sagen. Ja, was ist da eigentlich passiert? Einer wird ein Disconnect und der andere an die Wand oder ich habe das gar nicht im Schirm gehabt. Beide. Marvin hat sich weggedreht im Regen, wo es dann angefangen hat. Okay. Aber er ist noch weitergefahren. Ja, und dann ist er rausgegangen. Er hatte keinen Disconnect. Okay. Bei mir schon. Das ist wieder sehr kurios. Also sehr gut, da wird es ein bisschen was zu klären geben wahrscheinlich. Mit mir und Duki war eigentlich immer auf Distanz. Wir haben uns eigentlich nie richtig getroffen, hatten nie richtig gefightet. Weil, wo dann endlich mal Maxi kam und mit mir gefightet hat, ich meine, Maxi wird sich bestimmt tierisch darüber aufgeregt haben, wahrscheinlich tierisch geflucht haben, das weiß ich bestimmt. Aber trotzdem hat es für mich Spaß gemacht, und am Ende nochmal wieder ranzukommen, so ein bisschen. Warum soll ich geflucht haben? Naja, weil du ein sehr cholerischer Mensch bist. Das ja, ich merk's, ich bin auch immer so laut. Warum soll ich geflucht haben, du? Guck mal, wie er schon außer sich geht. Beruhig dich, Maxi. Ja, sorry, ich kann das einfach. Nee, weil ich in manchen Situationen das Gefühl gehabt habe, aber dass ich so ein bisschen dich wegdränge, aber ich konnte einfach nicht anders wegen dem Regen. Ging ja schon. Ich hab ja. Also es ging. Okay. Wie ist es eigentlich, also bei euch, bei Ferrari, nicht, dass ich jetzt in die Wunde sticheln möchte, ja, dass nicht, dass es falsch rüberkommt. Habt ihr beide auf Wets gewechselt? Ja. Okay. Dank Jeff, ja. Weil Jeff. Hat er gesagt, ihr sollt Jeff auf Wets gehen, oder wie? Jeff, nee, er hat gesagt, Starkregen in 15 Minuten. Gleich an mit auf einmal Strecke komplett nass. Ich denke so, okay, wenn es jetzt auf einmal schon so schnell nass ist, dann ist ja die logische Konsequenz. Ah, dann ziehst du die Heavyweights auf und auf einmal ging gar nichts mehr. Ah, scheiße. Ach Gott. Ja, bei mir hat er auch auf jeden Fall einmal Starkregen gesagt. Ah ja, aber einmal, aber danach, wo es dann... Also bei mir hat er tatsächlich, gesagt, ich weiß nicht, wie es bei euch war, bei mir hat er tatsächlich in der Runde, als angefangen hat zu tröpfeln, habe ich auch geschrien wie so ein kleines Mädchen. Und so. Wow. Ach, du warst das. Ja, es wird lustig, in der Nachbearbeitung das runterzupieken, ja, egal. Auf jeden Fall in der Runde, wie gesagt, hat es ja mega stark angefangen und da hat der Chef tatsächlich direkt zu mir gesagt, hey, wir haben eine alternative Strategie und hat auch direkt gesagt, hey, hol dir Inters. Und deswegen war für mich dann neu, okay, passt. Ja, bei uns war es so, beziehungsweise bei mir zumindest, er hat erst gesagt, ja, Regen, dann fängt Starkregen an. Ja gut, warten wir erstmal ab. Und dann, wo es dann schon angefangen hat zu tröpfeln, hat er mir nochmal gesagt, der Starkregen beginnt sofort, so mäßig. Und dann haben wir natürlich die Wets geholt und dann eine Runde, beziehungsweise die Runde später sind wir dann reingegangen, haben wir ja die Inters geholt. Und genau in der Runde sagt er dann, ja, die Inters ist jetzt die richtige Reifenwahl. Oh Mann. Ja, das ist aber echt so, Regenrennen und Chef im Multiplayer, furchtbar. Ich finde in der Karriere, soweit ich es beurteilen kann, so viel Regenrennen hatte ich nicht in der Karriere bis jetzt, aber da finde ich, macht Chef echt gute Ansagen. Also selten, dass er da wirklich failt. Also ich hätte auch auf
rückwärts gegangen, wenn halt Jeff nichts gesagt hätte in dem Sinne. Man hat ja gesehen, der Regen ist ja unglaublich schnell, hat er ja eingesetzt. Ja, aber das ist so die Erfahrung, die ich so ein bisschen gemacht habe. Tut mir leid, dass wir das nochmal ausführen, aber vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer, der selber F1 spielt, interessant. Im Regen, es gibt halt echt Unterschiede zwischen, ist es ein leichter, mäßiger Regen oder Starkregen, und dann ist nochmal der Unterschied, je nach Strecke kann ein Starkregen trotzdem mit Inters befahren werden und ist schneller. Und dann, ich habe es im Rennen gesagt, der chinesische Regen, sehr dicke Tropfen, ziemlich feucht, und hohe Viskosität. Ja, und dann noch ein weiterer Punkt ist es halt, im Abgang. Wie kommt der Regen rein? Kommt er extrem schnell rein, wie hier? Oder kommt er langsam? Erinnert euch einfach mal an das Testrennen in Silverstone. Da hatten wir auch Regen, glaube ich, ein Drittel des Rennens. Aber man war auf den Slicks schneller wie auf Inters, weil das einfach so ein paar Spucktropfen waren quasi und nicht so relevant. Und das ist halt immer so eine Sache, weil zum Beispiel die Strategie von Googie und mir mit den Supersofts, das hat super funktioniert. Das war aber auch so, wo wir gesagt haben, wenn der Regen kommt, dann muss er richtig kommen. Weil sonst haben wir auch die Arschkarte. Wenn der jetzt so richtig so vor sich hergedrüpfelt hätte, dann hätten wir auch, weiß ich, wie viele Runde warten müssen. Und dann wäre es vielleicht auch wieder schon zu spät gewesen. Also das kann man nicht so richtig kalkulieren. Und das ist schade im Multiplayer, weil Jeff da echt keine präzisen Ansagen macht. Und deswegen schade an Ferrari. Ich denke, das wäre auch nochmal ein ganz anderes Rennen gewesen. Ja, aber Markus, warum bist du da nicht auf die Wets gegangen? Das finde ich ein bisschen schade. Nein, Spaß. Jeff hat ja gesagt Intermediates, aber wenn er halt nichts gesagt hätte, wäre ich wahrscheinlich auf Wets gegangen. Ja, so meine ich das eigentlich. Ja, nee, weil der Regen war so stark, ich dachte, ich bin ja aus der Box rausgefahren, dachte mir schon, geil, in der nächsten Runde kann man auf Wets gehen bei dem Regen. Ja. Übrigens, so ungefähr ich glaube, das ist das erste Rennen, wo niemand eine Strafe hat, oder? Ich wollte gerade sagen, das wollte ich mir auch kurz sagen, ganz schön diszipliniert hier. Wir haben, wie viel sind es? 4, 8, 9, 10 oder so Vorfälle-Meldungen, sonst konnte man da ewig lange runterscrollen. Ja. Ich muss tatsächlich sagen, ich muss mich da auch nochmal entschuldigen. Einfach auch an die Zuschauer, die das manchmal ziemlich mitnimmt, habe ich das Gefühl, wenn jemand mal ein bisschen cuttet oder so. Also aus meiner persönlichen Sicht ist es so, dass ich halt ab dem USA-Rennen halt so ein bisschen versuche, mich mehr mit der Fahrphysik von F1 zu beschäftigen. Und ich finde auch mit zunehmenderem Erfolg, es wird besser, damit klarzukommen. Allerdings ist es halt so, ich finde, wenn man die Physik voll ausreizen möchte und an dem Limit fahren möchte, dann ist es halt so, dass man oftmals halt einfach auch die falschen Einlenkpunkte mal setzt, weil der Rhythmus noch nicht so da ist. Das war halt in den USA bei mir extrem. USA natürlich sowieso eine schwierige Strecke. Und da gab es auch nochmal eine hitzige Diskussion bezüglich meiner Linie dort. Also wie gesagt, mit Absicht, glaube ich, fährt hier niemand oder kürzt hier niemand ab. Zumal meiner Meinung nach, zum Beispiel jetzt hier auch in China, wo ich jetzt da 2, 3, 4, 5 Mal, keine Ahnung, wie oft es war, auf den grünen Teppich in der letzten Kurve gekommen bin. Letzte Kurve, ja. Ja, testet es mal selber aus an die Zuschauer. Ihr verliert massiv Zeit. Man denkt zwar, oh, guck mal, was fährt der für eine weite Linie. Du bist vielleicht die ersten 3, 4, 5 Meter schneller, so gefühlt, aber danach hast du keinen Vortrieb mehr. Und gerade im Regen, der letzte grüne Abschnitt da, selbst im fünften Gang, der ist so zickig gewesen. Ja, deswegen, ich glaube, es versucht schon jeder zwischen den weißen Linien zu bleiben. Und ich glaube, das wird auch besser, ja, wenn man sich mehr reingroovt und dann. Aber, so, Leute, die Festplatte wird langsam voll. Ja, ich mache nochmal die Verabschiedung, weil ich anmoderiert habe. Ich gebe zurück an die Zentrale und freue mich über das erste Rennen, in dem ich nicht überrundet wurde. Es wird besser, die Megacorp ist voll im Gange und ich hoffe, wir werden im nächsten Rennen genauso viel Spaß haben. Vielleicht ein bisschen trockener Knochen Spaß. Ja, das wäre schön. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut, tschüssi! Ciao. Ciao. Tschüss! Ciao! Und Valtteri!